Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Among the Sleep, wo wir dieses kleine Puppenmädchen hier drüben retten wollen und unsere Mutter wahrscheinlich, also ich nehme zumindest an, dass es unsere Mutter ist, weil sie es ja im ursprünglichen Let's Play auch war. Immer wenn ich dieses Knarzen höre mit der Musik in Kombination, denke ich, gleich kommt sie und das ist schlimm. Wir haben das Fenster geschlossen und während der Pause habe ich gesehen, dass hier was leuchtet. Klick. Es ist was kaputt gegangen. Verwende Non, um das Inventar zu öffnen. Ja, das mache ich gleich. Ich glaube, es war Tab, oder? Ah ja. Ah. Die Eule. Aber vielleicht kann ich die doch verwenden, denn ich möchte das Video. Wahrscheinlich muss ich dafür... Kann ich die Eule verwenden? Nein, kann ich die... Fortsetzen. Wahrscheinlich muss ich näher am Fernseher sein, um das Ding zu verwenden. Mutig sein. So. Und da rein. Und weg. Schnell weg. Thank you. Kein Problem. Eine Puppe, wie süß sie ist. Wir nehmen sie mit. Und verstecken uns schnell wieder. Ist echt schön gemacht, dass der Raum dann wieder in so ein vertrauenswürdiges, warmes Licht gehaucht ist und nicht wie gehaucht, ich meine gehüllt ist und nicht wie vorher, wenn das Fenster offen war und alles voller Schnee und Eis und Kälte. Symbolisch sehr, sehr cool umgesetzt. Der Trickfilm ist zwar etwas eintönig, aber süß. Nun gut. Schleichen wir uns mal voran. Hier sind Stiefel, die eindeutig, also meiner Meinung nach zumindest eindeutig, nicht von Mami stammen. Da können wir aus dem Fenster schauen. Ich möchte unter den Tisch, ich möchte unter den Tisch. Ich weiß nicht, der ist von alleine umgefallen. Der Stuhl ist ein bisschen verzogen hier, hä? Oder muss das so sein? Ach nein, der steht schief. So. Ist da jemand? Es ist vor allen Dingen so zappenduster hier im kompletten Haus. Von da kommen wir. Ich habe sowieso schon total die Orientierung verloren. Ich hatte ja den Plan vom alten Haus wahrscheinlich noch ein bisschen... Ach hier. Okay. Wahrscheinlich hätten wir von der anderen Seite rankommen sollen oder so. Ich habe dort hinten aber schon wieder Schnee gesehen. Was? Mama! Help, please! Oh Gott, ich möchte was zum Unterstellen. Super. Please. Help. Ich kriege schon, aber ich würde. Ich habe gerade meinen Kopf schon so schief nach unten gemacht, weil ich hier unten durch die Kante durchgucken wollte, ob da jemand ist. Aber das funktioniert ja jetzt nicht so ganz. Ich kann. Okay. Okay. Da hinten scheint es zu sein. Und wir haben ja auch nichts anderes zum Unterschlüpfen. Ich dachte, ich habe Schritte gehört. Nichts anderes für den Unterschlupf als den Tisch. Hier kommt aber auch niemand. Deshalb würde ich sagen, hoch und lauf, 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 lauf. Los, nimm's doch. Nimm das Fenster. Oh Gott, komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Mitkämpfen. Auch nicht. Fenster, geh zu. Hier hin? Auch nicht?
Muss ich das Schubfach zumachen? Ich kann auch das Schubfach nicht anfassen. Komm ich hier hoch? Hier hoch geklettert? Auch nicht. Wie kriege ich das Fenster zu? Ich muss dort hinten irgendwie auf den Tisch klettern. Und jetzt habe ich schon wieder so viel Angst, dass ich nochmal kurz unter den Tisch möchte. So, ganz kurz zum Verschnaufen nur. Und dann nehme ich an, kann ich den, genau, und den, komm mit Stuhl, kann ich den nicht hier rausziehen? Hier ist noch ein Fenster, deshalb. So, und hier hoch, auf den Tisch und zu das Ding. Zu. So. Erstmal hier drunter. Ah, jetzt kann man viel besser sehen, was hier los ist. Kann ich den Stuhl jetzt auch... Achso, weil ich krieche, kann ich ihn nicht schieben. Kann ich den Stuhl jetzt auch... Hep, hier rüberziehen. Genau, und hoch. Und da lang. Und wir balancieren über die Herdplatte. Cold. So, so cold. Ich helfe dir gleich. Ich bin dabei. So, und zu. Na? Zu. Happy, please. More happy. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Dort hinten leuchtet was. Aber ich glaube, das ist der Keller, ne? Oder? Ja, ich glaube, das ist die Treppe, unter der wir uns versteckt hatten. More happy, hat sie gesagt. Wo ist denn hier was? Hier kommt auf jeden Fall keiner. Oder? Ich möchte mich nicht so sicher fühlen. Da oben? Hier komme ich doch bestimmt hin. Hep. Und hep. Und das da. Oder? Bin ich... Ah, ich bin noch gar nicht oben. So, jetzt aber. Kein Problem. Wir verstecken uns aber trotzdem nochmal. Ich gehe ihn gleich holen, versprochen. Ich verstecke mich nur mutig unter diesem Tisch. So, was bist du? Eine Katze oder sowas? Sieht ein bisschen so aus. Und da ist ein Mülleimer. Okay. Es speichert und wir haben quasi den nächsten Raum abgeschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele ums Feuer rumstanden. Eins, zwei, drei, vier haben wir. Wir brauchen mindestens noch den Hasen. Oh, eine Barriere. Wir kommen da nicht weiter. Da links rum. Lauf, lauf. Oh, habe ich mich erschrocken. Ja, ich weiß, Baby. Oh Gott, mir geht's nicht anders. Es tut mir leid. Das war bestimmt laut. Ich habe bestimmt total übersteuert. Dort, wo sie herkam, waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Und vor der Tür waren wir auch noch nicht. Waren wir oben? Ich bin so irritiert, ich weiß gar nicht, wo wir waren und wo wir hin müssen. Wo ist es hingelaufen? Sehen wir das von hier? Gar nicht, oder?
Kommt sie gleich von links? Wir gehen noch mal gucken. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Hier ist doch was zum Verstecken. Gehen wir erstmal hier hin. Und beobachten die Sache. Nee, kam ja nicht von hier. Kann sie nicht irgendwo einfach mal lang gehen, damit ich sehe, dass sie ein Timing hat oder so? Ich will bloß noch mal gucken, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Weil ich einfach schnurstracks da lang gelaufen bin. Irgendwo hier muss doch... Ach, ich stecke fest. Genau, hier ist unser Zimmer. Ah, genau, wir sind links gegangen statt rechts. Oh, bitte hier runter. Ich passe nicht rein. Dann hier rein und unter das Bett. Lauf. Lauf. Da ist sie. Also ich weiß nicht mal, ob es die Mutter ist. Ich gehe irgendwie komplett davon aus. Vielleicht ist es auch der Vater. Oh, ein Bild. Ist das unsere Mutter? Weil die hatte ja rote Haare. Mit einem Mülleimer. Keine Ahnung. Und der Vater sieht aus, als hätte er ein Schwert in der Brust. Aber ich nehme an, das soll sein Arm sein oder sowas. Es ist ja schon mal sehr bezeichnend, dass die beiden voneinander abgewendet sind. Also sie da lang und er da lang. Vielleicht hat er sie tatsächlich erst in den Alkohol getrieben. Sich vielleicht nicht gut um sie gekümmert oder, was heißt gut um sie gekümmert? In dem Sinne, dass er sich nicht mit ihr abgegeben hat. Aber ich will noch nicht so viel abschätzen, ohne zu wissen, was... Okay. Das ist, glaube ich, ein Schrank. Hier sollen wir... Kann ich das da haben? Ich kann ihn nur verschieben. Oh, schaut mal, das ist eigentlich ein... Ich traue mich nicht, da die ganze Zeit rumzustehen. Aber wie ihr hier seht und von oben gesehen habt, ist das eigentlich ein Bett für zwei Personen. Und nur diese Seite war bedeckt mit Bettwäsche. Und die war vollkommen leer. Also scheint es schon irgendwie darum zu gehen, dass er sie verlassen hat oder sie hat ihn verlassen, wie auch immer. Sie dort? Er, sie, es, das Monster? Schauen wir mal, Pia. Nee. Ah, hör auf, so zu quietschen. Aber hier am Schrank ist zumindest nichts Sichtbares. Gut, dann kriechen wir mal hier rüber. Dann müssen wir entweder hoch oder vor die Tür. Hier ist unser Zimmer. Und was war hier? Auf jeden Fall erstmal ein kleiner Unterschlupf. Dorthin kommt, glaube ich, das Wohnzimmer und so, ne? Und da weiß ich gar nicht, ob wir da schon drin waren. Ich bin so irritiert. Ich bin von den Erschreckern immer wieder hier rausgezerrt. Ja, ich glaube, das ist das Wohnzimmer. Und was war hier? Hier waren wir auch schon drin, ich erkenne es wieder.
und ich möchte gern mich verstecken nochmal. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zur Treppe, falls ich die wiederfinde. Das hoffe ich doch, dass wir die wiederfinden. Und dann schauen wir mal, was im Obergeschoss alles so abgeht. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, das machen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten, wenn es wieder heißt, wir verstecken uns ein bisschen mehr und let's play Among the Sleep. Bis dann. Tschüss.